Und wenn du da mal im Stadion einläufst zum Warmmachen und das Stadion pfeift, denkst du eigentlich, okay, auch das kann Motivation sein. Hallo Fußballfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute hatten wir das Glück, ein Interview mit Julian Leist führen zu dürfen. Er zeigt, aus welchem Holz ein Fußballer geschnitzt sein muss. Bleibt dran, nach einem Intro geht's los. Nee, gut, super. Dann Julian, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen dürfen. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Haben zusammen einen ganz, ganz großen Teil in der Jugend bei den Kickers verbracht. Ich glaube, war von der E- oder D-Jugend bis zur 19. Weiß nicht, wann bist du Ich bin in der C2 gekommen damals. genau, von der C2 bis zur 19 haben wir da viele schöne Jahre verbracht. Danach haben sich unsere Wege getrennt, aber ja, wir sind nach wie vor noch im Kontakt. Und ja, du hast eine super Karriere hingelegt. Ich habe das natürlich auch immer wieder verfolgt. Und deswegen kannst du vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, wie dein sportlicher Werdegang so war. Ja, klar. Also zunächst einmal freut es auch mich, dass du mich als Interviewpartner ausgewählt hast. Und das ist für mich natürlich selbstverständlich, dass ich mir da die Zeit nehme. Zu meinem Werdegang. Ich habe mit 9 Jahren bei meinem Heimatverein in Stuttgart, beim TSV Schönheidenfeld, angefangen, Fußball zu spielen. Bin dann im Alter von 14 Jahren zu den Stuttgarter Kickers gewechselt, in die C2. Dort war dann mein erster, beziehungsweise mein... Ja, wie soll ich sagen? Dann bin ich vom Stürmer zum Abwehrspieler erstmal umgeschult worden. Das war für mich da schon mal die erste Umstellung, wo ich da meinen Fußball kennengelernt habe. Dann ging es für mich weiter. Ich habe dann von der C2 bis zur A-Jugend gespielt, habe dann noch ein Jahr bei den Aktiven weitergemacht, war da gelistet bei den Profis, habe aber in der Oberligamannschaft meine Spiele absolviert. Ja, und dann ging es für mich weiter. Mit 20 bin ich zu den Amateuren von 1860 München gewechselt. Das waren 2 sehr schöne Jahre in München. Dann kam noch ein Wechsel innerhalb der Stadt. Dann bin ich von den Amateuren von 60 zu den Amateuren von Bayern München gewechselt. Bayern München war natürlich auch sehr interessant und lehrreich für mich. Dann ging es wieder zurück zu den Stuttgarter Kickers 3 Jahre, zu den Profis, wo ich unter anderem auch den Aufstieg in die dritte Liga geschafft habe. Ja, und mittlerweile spiele ich nun mein 7. Jahr in Großaspach. Okay, also schon viele, viele Ja. Vereine durchgemacht, auch unterschiedliche, soll ich sagen, unterschiedliche Stationen, auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. So die Frage, die Jungs und Mädels da draußen immer brennend interessiert, ist, man investiert ganz viel im Jugendbereich, aber am Schluss schaffen es natürlich nur ganz, ganz wenige, dann Profi zu werden. Wenn du jetzt ja, die Gründe dafür nennen müsstest oder was man dafür investieren muss, was würdest du dazu sagen? Ja, also ich denke, der Grundstein, um Profi zu werden, den legst du eigentlich schon früh in der Jugend. Also gerade im Jugendfußball fängt es an. Du fängst an mit dem Fußballspielen, was dir Spaß macht. Und diese Komponente, die muss für mich eigentlich auch immer an oberster Stelle stehen. Weil wenn du den Spaß verlierst am Fußballspielen, dann wird es sich auch in deiner Leistung sich widerspiegeln. Und eben der Weg vom Jugendfußballer zum Profi ist ein sehr langer und harter Weg, wo einfach viele Faktoren stimmen müssen. Ich sehe da als Faktor, du brauchst Glück, dass du nicht verletzungsanfällig bist. Du brauchst eine gute, ja, Disziplin, Wille, Ehrgeiz. Das sind einfach Faktoren, die einfach Grundtugenden sind, die du mitbringen musst. Für mich aber noch sehr entscheidend ist auf jeden Fall auch der Kopf. Denn man hört ja immer wieder mal, dass im Kopf die Fußballspiele gewonnen werden. Und das ist eine Meinung, die ich auf jeden Fall teile. Und ich sage einfach, dass du im Kopf einfach, du musst klar sein. Du musst aufnahmefähig sein, was der Trainer dir sagt. Du musst mit Kritik, musst du, egal ob sie positiv ist oder negativ, du musst mit Kritik gut umgehen können. Und du musst einfach klar sein im Kopf, dass du dich voll auf die Sache konzentrieren kannst. Und das sind so die wichtigsten Komponente, wo ich sage, ja, da entscheidet sich dann, ob du es ganz nach oben schaffst oder nicht. Okay, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Da gibt es natürlich dann irgendwann mal so einen Weg, wo man dann im Jugendbereich ist und dann den Sprung ja, zu den Aktiven schafft, auch den Sprung dann vielleicht in den Profibereich. Hast du da irgendwie zweigleisig geplant? Also, weil man kann mit einer Profikarriere ja nicht immer planen, es kann ja auch anders laufen. Hast du da irgendwie noch einen Plan B in der Hinterhand gehabt oder?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe am Anfang nur im Fußball eigentlich verfolgt. Ich hatte mein Ziel vor Augen, ich will mein Hobby zum Beruf machen, was ich auch letztendlich geschafft habe. Und darin habe ich sehr viel investiert. Ich habe jedoch während meiner Zeit dann als Profi gemerkt, dass das Fußballleben doch recht schnelllebig ist. Ich hatte viele Mitspieler, die sehr gut auf dem Platz waren, sich aber durch Verletzungen dann oft Rückschläge eingeholt haben. Dann habe ich auch gemerkt, oh, was passiert eigentlich falls ich mich mal verletzen sollte? Was passiert, wenn ich mal 35, 36 bin und was mache ich denn danach? Und darum habe ich mir dann auch während meiner aktiven Karriere jetzt mittlerweile ein Sportmanagementstudium angelegt und habe dann auch mit 30 noch eine Ausbildung gemacht, dass ich einfach nach meiner Karriere einen Plan B habe und einfach weich falle, falls es mit dem Fußball vorbei sein sollte. Okay, ja, ich glaube, macht auch Sinn, in dem Fall ein zweites Standbein sich aufzubauen. Das heißt also, erstmal den Fokus voll aufs Profidasein gelegt, aber dann, also währenddessen einfach nochmal an deiner Weiterbildung oder Fortbildung, in dem Fall auch im Studium gearbeitet. Genau, genau. Genau, du hast erlebt, in einer ersten Mannschaft zu sein und auch in der zweiten Mannschaft zu sein, beispielsweise bei 60 und bei Bayern. Kannst du da vielleicht irgendwie einen Unterschied erläutern? Also wie nah ist denn der, oder wie nah sind denn die Spieler von der zweiten Mannschaft an der ersten Mannschaft dran, wenn ich jetzt an Bayern denke? Und wie ist es, ein Spieler zum Beispiel bei den Stuttgarter Kickers oder in Groß-Asbach zu sein, die eben die erste Mannschaft sind? Das ist eine gute Frage. Also bei Bayern kann ich es so sagen, du hast natürlich, ja, bei uns damals, das war ja eine U23-Mannschaft, du hattest nur talentierte Spieler. Also es waren ja alle auf einem sehr hohen Niveau, sage ich jetzt mal, aber jeder hatte natürlich auch den Traum, irgendwo mal bei der ersten Mannschaft irgendwie reinzuschnuppern oder auch mal mitzuspielen. Und auch ich durfte die Erfahrung machen, dass ich 3, 4 Mal bei den Profis mittrainieren durfte. Wobei ich dann sage, bei Bayern, ja, als Sprungbrett ist es relativ schwer, dass du bei Bayern durchstartest. Das schaffen echt ja, nur die wenigsten. Es war aber für die Erfahrung sehr, sehr wichtig. Und bei Bayern 2 war es eher so, dass wir, ja, wie ich vorhin gesagt habe, eine talentierte Mannschaft waren, wo aber am Ende vielleicht doch jeder nur so ein bisschen nach sich geschaut hat, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Das war, ja, habe ich jetzt so im Nachhinein für mich so festgestellt. Natürlich dann, wenn du mal bei den Profis mittrainieren durftest, das war eine Erfahrung, die dir keiner mehr nimmt. Du trainierst auf dem höchsten Level, du kennst deine Gegenspieler da eigentlich nur aus dem Fernseher und das bringt dich natürlich als Spieler selber weiter. Das sage ich, war für mich jetzt der größte Unterschied, wo ich sag, von Bayern 2 bei den Profis mal mittrainieren zu dürfen. Und jetzt in Groß Asbach oder bei den Stuttgarter Kickers, wo ich dort Profi war, kann man schon sagen, dass es mehr Spieler oder eine Mannschaft zum Anfassen war. Das sind beides Vereine, die sehr fannah sind, wo du einen guten Austausch mit Fans, aber auch mit Jugendspielern, mit Sponsoren hast und alles einfach, wo man mehr greifen kann. Und das zeigt sich aber auch wieder auf dem Platz, dass man als Mannschaft einfach besser funktioniert. Das würde ich jetzt als Unterschied so sagen. Okay, wenn jetzt ein Spieler die Wahl hätte, also ein junger Spieler, zu einer zweiten Mannschaft zu gehen oder direkt den Sprung in eine erste Mannschaft zu schaffen, würdest du ihm da was nahelegen oder ist es eigentlich ein bisschen individuell das Ganze? Natürlich, bei einer zweiten Mannschaft hast du natürlich auch heutzutage mittlerweile durch diese NLZs hast du gute Weiterbildungsmaßnahmen. Wirst natürlich gut gefördert, bist gut medizinisch betreut, kannst viel lernen, klar. Und wenn du den Sprung halt gleich zu einer ersten Mannschaft machst, bist halt ja gleich bei den Profis sozusagen dabei. Und da wird es wahrscheinlich vom Konkurrenzkampf und vom Leistungsdruck schon nochmal ein Stück mehr sein als bei einer Amateurmannschaft. Daher sage ich, schadet es überhaupt nicht, wenn man 1, 2 Jahre bei einer Amateurmannschaft von einem Bundesligisten zum Beispiel seine Spiele absolviert, sondern im Gegenteil, das kann ich eigentlich nur nach vorne bringen. Okay, nee, super. Du hast ja gesagt, damals in der C-Jugend die Umstellung vom Stürmer zum Innenverteidiger. Das spielst du jetzt ja schon viele, viele Jahre. Wenn du jetzt sagen musst, so die Haupteigenschaften, die ein guter Innenverteidiger mitbringen muss, was wären das für dich? Ja gut, der Fußball hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen verändert. Heutzutage sind ja die Abwehrspieler, die Innenverteidiger, die modernen Aufbauspieler, die das Spiel nach vorne treiben sollen. Ich sage jedoch, dass das Fußballspielen ist das eine. Auf der anderen Seite muss natürlich gerade der Abwehrspieler auch einen guten Defensivgedanken haben, muss in den Zweikämpfen präsent sein,
muss dirigieren, Mund aufmachen auf dem Spiel, wenn er irgendwas sieht. Und einfach gucken, dass die Mannschaft organisiert ist. Das sind für mich wichtige Eigenschaften, die ein Abwehrspieler mitbringen soll. Und natürlich auch einen gewissen Siegeswille auf den Platz übertragen. Denn beim Abwehrspieler fängt es an, wenn der seinen Zweikampf gewinnt, soll sich das übertragen auf den Stürmer, der dann sein Tor schießt. So soll es eigentlich eine Kettenreaktion sein. Daher, ja, moderner Abwehrspieler heutzutage hat sehr hohe Anforderungen. Ja, aber im Endeffekt ist ein Abwehrspieler. Er muss eigentlich gucken, dass hinten so gut oder so lange wie möglich die Null steht und darf alles geben. Ja, so, eigentlich ist das Einfachste. So, der Abwehrspieler muss einfach dafür sorgen, dass hinten die Null steht. Aber klar, die Richtig. Anforderungen sind natürlich gewachsen. Wenn du uns mal Ja. mitnimmst auf so eine Trainingswoche von einem Profispieler, einfach wenn du mal kurz erläutern könntest, ja, wie oft wird er trainiert, welche Inhalte, vielleicht vom Montag bis Samstag zum Spiel, wie sieht denn so eine Trainingswoche aus? Also ja, also bei uns ist jetzt so, dass wir montags einmal trainieren, nachmittags. Am Anfang der Woche zum Reinkommen macht man viel Passübungen, Torschusstraining. Dienstags wird es dann schon ein bisschen so die härtere Einheit, wo man zweimal trainiert. Da trainiert man vormittags eventuell mal Kraft oder Ausdauer. Nachmittags wird dann viel in Spielform gearbeitet, auch im 11 gegen 11. Dann haben wir mittwochs eine Trainingseinheit, wo dann wieder schon ein bisschen schon leicht Richtung Spieltag hingeht, wo man vielleicht schon Standardsituationen trainiert oder sich ein wenig schon auf den Gegner mal einstellt, dass man vom Gegner schon die Taktik mal mitbekommt und sagt, okay, am Wochenende haben wir eventuell das und das vor, dann müssen wir über die Außen kommen, darum machen wir heute viele Flanken über Außen. Dann donnerstags haben wir jetzt auch oft zweimal noch trainiert, wobei die Trainingseinheiten dann etwas kürzer sind, wo dann auch nochmal individuell nochmal auf uns eingegangen wird, was ist unser Plan am Samstag, was haben wir vor. Ja, und freitags ist dann immer ein Abschlusstraining. Das dauert dann in der Regel nie länger als eine Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde, wo man einfach nochmal ein bisschen Ballgewöhnung macht, einen Torschuss und vielleicht kurz nochmal einen Spielanreiz anreißt. Und Samstag ist dann Matchday und hoffentlich auch 3 Punkte dann daheim oder auf dem Hafenkombo. Also das heißt, jeden Tag Training und teilweise auch zweimal Training und Ja. so dann zum Spieltag immer gegnerspezifischer. Ja. Also einen freien Tag haben wir dann meistens in der Woche. Ob das jetzt der Sonntag oder Montag ist, das variiert sich. Aber einen freien Tag, ansonsten stehst du jeden Tag auf dem Platz. Plus individuelle Kraftraumtrainingseinheiten, die du dir selber natürlich dann noch aneignest. Ja, und wenn wir jetzt an so einen Spieltag denken, du hast jetzt oder du spielst ja regelmäßig vor vielen Zuschauern, klar, aktuell schwierig, aber in der Vergangenheit war es dann auch schon mal so, dass da mehrere 10.000 Zuschauer im Stadion sind. Wie muss man damit umgehen und was für ein Gefühl ist das? Vor so vielen Zuschauern zu spielen. Ja. Es fängt ja an, im Endeffekt, wenn wir jetzt, ich denke jetzt mal gerade an ein Auswärtsspiel in Dresden zum Beispiel. Dresden ist ja bekannt, dass in Dresden oft das Stadion voll ist. Dann fährst du ja einen Tag früher schon ins Hotel nach Dresden, damit du eine gute Spielvorbereitung hast. Dann gehst du morgens vielleicht mal noch am Spieltag eine Runde spazieren im Stadtpark oder einfach durch die Stadt dort. Und dann merkst du schon in so einer Stadt, dass heute ein Fußballspiel ist. Du merkst, die Leute sind schon unterwegs und denkst, oh, okay, die kommen heute alle wahrscheinlich noch ins Stadion und gucken dir dann beim Arbeiten zu. Ja, und dann geht es eigentlich los, wenn du aus dem Hotel mit dem Bus Richtung Stadion fährst. Das sind in der Regel immer kurze Fahrzeiten von 5 bis 10 Minuten. Und wenn du dann aus dem Fenster schaust, dann siehst du halt schon ja, eine große Menschenmenge, wo ja dann meistens nicht für dich ist, natürlich, wenn du auch ein Auswärtsspiel hast. Und wenn du dann mal im Stadion einläufst zum Warmmachen und das Stadion pfeift, denkst eigentlich, okay, auch das kann Motivation sein, sage ich. Aber das ist eigentlich der Grund, warum du angefangen hast, Fußball zu spielen, weil dass dir viele Leute beim Arbeiten, sage ich jetzt mal, zuschauen. Und ob du jetzt, ich sag mal so, in Dresden, wenn da 30.000 im Stadion sind, das ist meiner Meinung nach Bundesliga-Feeling. Also, das ist wie ich gesagt habe, der Grund, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Okay, Das ist also sehr schön, dass ich. in dem Fall positiver Druck, wenn man es so bezeichnen möchte. Ich sag mal so, vorm Spiel bist du klar im Tunnel. Da hat jeder Spieler seine eigenen Eigenschaften. Der eine hört Musik, der andere ist
im Tunnel für sich ganz alleine, der andere braucht einen Ball am Fuß. Aber du bist sehr konzentriert, sage ich jetzt mal. Also du fokussierst dich auf dein Spiel, du gehst nochmal einzelne Standardsituationen durch, Spielzüge, wie wollen wir gegen den Ball stehen, was machen wir, wenn wir den Ball haben. Du fokussierst dich echt auf das Spiel. Merkst schon, glaube ich, eine gewisse Anspannung auch. Die gehört auch dazu, die muss so sein. Aber wenn dann der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, bist du voll in deinem Element eigentlich. Dann ist ein Ball und 22 Leute auf dem Feld und dann geht's ab. Ja, cool. Nee. Klingt auf jeden Fall super. Ich meine, die Karriere, die ist wahrscheinlich auch hin und wieder auch mal von Rückschlägen geprägt. Kannst du da irgendwie was Spezielles berichten, was dich ein Stück weit auch mal zurückgeworfen hat oder was dich zweifeln lassen hat? Also ich muss ehrlich sagen, von Verletzungen bin ich Gott sei Dank verschont geblieben, von größeren Verletzungen. Ich hatte immer wieder kleinere Wehwehchen, aber so eine große Verletzung hatte ich Gott sei Dank nicht. Ansonsten Rückschläge, ja, ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe es natürlich, Fakt ist, ich habe es jetzt nicht in die Bundesliga geschafft. Ich habe es bis in die dritte Liga geschafft, habe dort meine 288 Ligaspiele absolviert. Das ist, glaube ich, auch eine gute Anzahl an Spielen. Mein Ziel war es natürlich auch mal in der Bundesliga zu spielen. Und ja, als ich dann irgendwann mal gemerkt habe, vielleicht, okay, es reicht nicht nach ganz oben. Ja, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber auch Rückschlag ist da ein falsches Wort. Also es war jetzt nicht in der Hinsicht ein Rückschlag, aber ich würde sagen, es sind so ein Punkt, wo du dann mal kurz nachdenkst einfach und sagst, hey, warum hat es eigentlich nicht geklappt? Wobei, ich habe ja eigentlich schon was vorzuweisen. Schade, dass es nicht nach ganz oben geklappt hat. Du warst so ein bisschen auf Fehlersuche, sage ich jetzt mal. Ja, und wenn du jetzt das reflektierst, was sind dann vielleicht die Kleinigkeiten gewesen, die es dann ausgemacht haben, dass es nicht in die erste Bundesliga gereicht hat? Kann man das im Nachgang sagen oder ist es einfach Glück? Ja. Glück gehört natürlich auch dazu. Du musst auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt die guten Spiele machen. Du brauchst einen Trainer, der auf dich steht. Du brauchst vielleicht auch ein bisschen Matchglück, dass du einfach den Durchbruch schaffst, dass du vielleicht einen Trainer hast, wo dich mal einfach ins kalte Wasser wirft. Ich denke jetzt gerade dran, als ich bei 60 München gespielt habe, war ich auch zweimal im Kader bei den Profis. Mhm. Das war einmal in Koblenz. Und da hat sich ein Innenverteidiger, damals der Mathieu Beda hieß der, hat sich nach 20, 30 Minuten hat sich an Oberschenkel gefasst und ist zum Physio raus. Dann hat der damalige Trainer, der Ewald Lien, zu mir gesagt, Julian, lauf dich warm. Und ich natürlich, ich erstes Mal dabei in der zweiten Liga, okay, warm gelaufen und bin leider halt nicht zum Einsatz gekommen, weil der Abwehrspieler es durchgezogen hat. Er hat das Spiel zu Ende gespielt. Und vielleicht wäre ich da mal an dem Tag ins kalte Wasser geworfen worden. Und was wäre dann passiert, wenn ich vielleicht ein gutes Spiel gemacht hätte? So, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, mal in der zweiten Liga Fuß zu fassen oder mal anfangen zu starten. Ja, ansonsten, ja, ich denke, ist schwer zu sagen jetzt im Nachhinein. Ich sage einfach so, ich bin stolz darauf, was ich eigentlich erreicht habe. Dritte Liga ist in Deutschland auch eine Profiliga, weltweit gesehen, glaube ich, auch eine der stärksten dritten Ligen, die es gibt. Und ich bin eher stolz auf das, was ich erreicht habe, als auf das, was ich nicht erreichen konnte. Ja, absolut, kannst du auch sein. Deswegen, wenn du den Jungs und Mädels da draußen einen Tipp geben oder was mit auf den Weg geben könntest, ja, was sie machen sollen, um vielleicht den Sprung zu schaffen, Profi zu werden, was wäre das? Also ich sag mal so, wir fangen ja alle an mit dem Fußballspielen, weil es uns Spaß macht und weil es uns erfüllt. Und ich denke, das muss oberste Priorität sein, dass der Spaß nie zu kurz kommt, dass man auf jeden Fall, es lohnt sich hart zu arbeiten für seine Ziele, gerade wenn man Fußballprofi werden will, weil ich sage immer, was gibt es Schöneres, als sein Hobby zum Beruf zu haben? Also dafür lohnt sich ja alles in Kauf zu nehmen, beziehungsweise auf viel zu verzichten, sage ich jetzt mal, um später mal zu sagen, hey, mein Hobby ist Fußballspielen und ich verdiene dadurch Geld. Was gibt es denn Schöneres? Ich bin jeden Tag an der frischen Luft. Macht die schönste Nebensache der Welt. Also daher lohnt es sich auf jeden Fall, an seinen Traum festzuhalten und hart zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich weiß ja, du hast heute noch Training. Geht's wieder? Ja, muss bald los. Ja.
Nein, Julian, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da kann man wirklich viel rausnehmen, ja, viel rausziehen auch für sich, für seine eigenen Ziele. Ich wünsche natürlich, dass du weiterhin verletzungsfrei bleibst, ja. Ja, du hast eine tragende Rolle in Groß Asbach. Ich verfolge das auch immer. Wünsche euch da auch weiter noch viel, viel Erfolg. Hoffentlich auch bald wieder vor Zuschauern. Ja. Und ja, wir bleiben weiterhin im Kontakt. Nochmal Natürlich. vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir Und Spaß gemacht. Fußballfreunde, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr solche Inhalte sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da.